Hallo und herzlich willkommen in meinem Strickpodcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin, Übersetzerin und noch einige andere Sachen. Und ich wohne mit meiner kleinen Tochter und unserem großen Hund, der uns heute wieder Gesellschaft leistet, in Bielefeld, also in der Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Und für heute habe ich mir ein relativ kurzes Programm vorgenommen. Es wird zuerst ein bisschen Vorgeplänkel geben, ganz kurz, also keine Angst. Es ist was Nettes. Dann erzähle ich über zwei aktuelle Projekte, an denen ich jetzt relativ aktiv stricke. Relativ, weil ich noch viele andere aktuelle Projekte habe, an denen ich etwas weniger stricke, aber nicht unbedingt wenig. Dann zeige ich, was ich gekauft habe, auch nicht viel. Aber das ist halt anders als die Sachen, die man sonst so kauft. Deswegen dachte ich, ich zeige sie. Also ich zeige in meinem Podcast bei weitem nicht alles, was ich kaufe oder was ich bekomme. Das teile ich teilweise schon mal auf Instagram, wenn das was Besonderes ist. Aber ich finde das nicht unbedingt passend, wenn ich alles, was ich so bestelle, hier zeigen würde. Ich glaube, ihr seid damit einverstanden. Und dann erwähne ich eine Reise, die ich vorhabe und stelle Fragen an euch. Und zum letzten Punkt, beziehungsweise am Ende, werde ich ein bisschen über meine Gedanken, über meine Reflexionen zu der Faserbranche, Faserwelt erläutern oder erzählen, und wenn ihr dann noch Interesse habt, könnt ihr natürlich immer noch da bleiben. Ich würde mich sehr freuen und quasi danach mitdiskutieren. Das ist der Plan für heute und ich steige direkt ein mit ein bisschen vorgeplänkelt. Diejenigen von euch, die nicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, beziehungsweise die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, dass ich immer wieder größere theoretische Anteile in meinen Folgen oder in meinem Podcast habe, wo ich zum Beispiel Mohair oder Seiden-Mohair-Garne miteinander vergleiche, wo ich darüber spreche, wie Strickdesign und Übersetzen miteinander vergleichbar sind oder wie man, andere Sachen halt, also andere theoretische Sachen, und dann zeige ich auch was Praktisches vielleicht. Das hat in den letzten Wochen dazu geführt, dass ich gar keine Folge mehr produzieren konnte, weil theoretische Inhalte mehr Vorbereitung und ja, mehr Zeit in der Vorbereitung und in der Nachbearbeitung brauchen. Und ja, das muss ungestörte Zeit sein und das ist ein bisschen schwierig in meinen Lebensumständen. Deswegen habe ich mich vorerst dazu entschlossen, dass ich praktische oder so angewandte Folgen getrennt von den theoretischen mache. Das ist vielleicht auch für euch ganz interessant, insbesondere für diejenigen von euch, die kein Interesse haben, meine theoretischen Überlegungen sich anzugucken oder anzuhören, sondern sich ausschließlich für Gestricktes interessieren. Dann würdet ihr in so einer Folge wie heute etwas mehr auf eure Kosten kommen oder zu eurem Vergnügen kommen. Ich hoffe, das funktioniert so besser und ich kann dann wieder relativ häufig neue Folgen produzieren. In Anführungszeichen ist ja eigentlich nur ein Hobby. Genau. Und dann als einen weiteren Vorgeplänkelpunkt, der noch viel wichtiger ist als diese organisatorischen Sachen, auf die ich eben eingegangen bin, ist der Punkt Dankbarkeit. Ich bin nämlich euch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ihr zuerst alle da seid. Ja, also diejenigen von euch, die das gerade hören, sind ja da und haben bis hierhin die 4,5 Minuten durchgehalten und sich das angeguckt. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr zuschaut. Dann möchte ich mich bei meinen Abonnentinnen und Abonnenten bedanken. Euch ein besonderer Dank sozusagen dafür, dass ihr immer wieder kommt, hoffentlich. Also nicht nur abonniert habt, sondern auch immer wieder anschaut. Ich hoffe, ihr findet in meinem Podcast interessante Sachen und ich hoffe, dass ihr lange da bleibt.
Und an diejenigen, also diejenigen von euch, die noch nicht abonniert haben, gerne abonnieren. Es bringt meinen Kanal weiter. Es motiviert mich, mehr Inhalte aufwendig aufzubereiten und zu präsentieren. Weil wenn ich, natürlich, wenn ich sehe, dass der Kanal, die Anzahl der Abonnenten wächst, dann kann ich mir mehr Zeit nehmen dafür, um auch aufwendigere Sachen vorzubereiten, die euch irgendwie vielleicht auch weiterbringen. Ich habe auch Ideen für Tutorials. Ich bin mir noch nicht sicher, in welchem Format ich sie mache und wo ich sie veröffentlichen werde. Wie ihr wisst, beziehungsweise wenn ihr schon länger zuschaut, habt ihr das vielleicht mitbekommen. Ich habe vor vielen Folgen mal gesagt, dass ich diesen Kanal auf YouTube nicht monetarisieren werde vorerst und das tue ich nach wie vor nicht. Ich bekomme also von YouTube genau 0 Euro dafür, dass ich diese Videos reinstelle und auch, obwohl da bei einigen von euch Werbung angezeigt wird während des Videos oder vor dem Video, nach dem Video, ich bekomme keinen Cent, kein Euro für euer Zuschauen oder für die Abonnements. Ich gehe da andere Wege außerhalb von YouTube und versuche nur da ja zu monetarisieren, wo ich eine Leistung, eine Extraleistung erbringe und nicht nur das Video. Und ja, ich hoffe, dass mein Kanal hier auf YouTube wächst, damit das alles so als Konzept zusammen funktioniert. Dann möchte ich mich bedanken für, also bei allen, die meine Anleitung gekauft haben. Ich habe vor ein paar Wochen, also für die Neuen hier, vor ein paar Wochen habe ich eine Pulloveranleitung veröffentlicht. Genau genommen am 14. August war das. Das ist die First Impression Blouse. Ich werde sie hier einblenden und ihr findet ja die Orte, wo man sie kaufen kann, hier in der Beschreibung. Und an alle, die die Anleitung gekauft haben, die mir vertraut haben, ganz, 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 ganz lieben Dank. Das unterstützt mich sehr. Ich habe mich sehr gefreut oder ich freue mich nach wie vor über jeden Kauf, über jede einzelne gekaufte Anleitung. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei meinen Teststrickerinnen bedanken, die das Erstellen dieser Anleitung unterstützt haben. Und ja, es werden oder es sind viele Anleitungen in Planung, es sind viele neue Designs in Planung, beziehungsweise in der Herstellung, kann man schon sagen. Dazu werde ich dann zu den jeweiligen Zeiten was erzählen, auch hier im Podcast. Das war quasi das Dankbarkeitskapitel, sage ich mal. Und an alle, die sich auf irgendeine Art und Weise für meine Zeit und für die Inhalte, die ich präsentiere, auch bedanken wollen und das bisher nicht gemacht haben. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, wo man das machen kann. Das habe ich immer wieder gemacht in den Videos. Das finde ich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen nervig für euch. Deswegen lasse ich das ab sofort, mehr oder weniger, soweit ich das kann. Und ich habe aber Ideen, wie ihr euch bedanken könntet, wenn ihr wollt, gesammelt und sie stehen in der Beschreibung alle. Ja, also in der Beschreibung stehen ja sowieso immer alle Kontaktmöglichkeiten, über die ihr mich finden könnt. Und da habe ich dann auch reingeschrieben, wie ihr euch bedanken könnt, auch mit einmaligen Sachen, wenn ihr euch bedanken wollt für diese Inhalte. Nun kommen wir zu den aktuellen Projekten. Ich habe zwei. Das erste Projekt blende ich hier ein und das ist, wie ich oder wie ich gerade eingeblendet habe oder einblende, die Sweet Shop Blanket, also die Decke. Die Sweet Shop ist so ein Süßigkeitenladen bei Laura Penrose. Das ist eine britische Designerin, die so verspielte Designs bisher veröffentlicht hat oder relativ verspielte. Sie hat macht auch einige Sachen so mit Rüschen oder mit so, Zacken. Ich habe von ihr schon mal ein Stirnband letztes Jahr gestrickt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hier gezeigt habe, aber ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls stricke ich diese Decke. Ja, was kann ich zu der Decke sagen? Ich bin sehr zufrieden mit der Anleitung. Sie ist sehr ausführlich, an einzelnen Stellen vielleicht ein bisschen zu ausführlich, aber das ist in Ordnung. Man kann sie ja überspringen. Die Anleitung gibt es nur in Englisch. Ich hatte
Alle Anleitungen, soweit ich weiß, von Laura Penrose gibt es nur in Englisch. Ich habe sie deswegen auch direkt angeschrieben. Ich bin nämlich ein Patreon-Mitglied auf ihrer Patreon-Seite. Dort habe ich sie angeschrieben und angeboten, dass ich ihre Anleitung übersetze. Sie hat mir zurückgeschrieben, dass sie bereits eine, ich weiß nicht, es hat sich so angehört, als hätte sie eine Armee von Übersetzern, die in den Startlöchern stehen. Jedenfalls, sie hat geschrieben, dass sie schon Übersetzer hat, die ihre Anleitungen übersetzen werden und quasi nur auf den Startschuss warten, um loszulegen. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit dieser Information anfangen kann, weil, wie gesagt, keine einzelne ihrer Anleitungen ist meines Wissens übersetzt bisher, in egal welche Sprache. Ja, das heißt, die Anleitung gibt es leider nur in Englisch. Aber ja, das lasse ich so stehen einfach. Genau, die Anleitung ist total cool aufgebaut. Und zwar, wie man es natürlich sehen kann, besteht sie aus vielen Quadraten, die diagonal gestrickt werden. Ja, man fängt immer entweder an einer Ecke an, also quasi hier und strickt so, oder man fängt so, also man, ja, ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich gehe mal so ein bisschen die Anleitung durch, ohne zu viel zu verraten. Es gibt verschiedene Quadrate, genau genommen vier Arten von Quadraten. So, ich zeige das mal so. Das ist das erste Stück oder das erste Quadrat. Dann strickt man eins links an, dann rechts und dann strickt man ein Quadrat dazwischen. Und dann mit diesen vier Arten von Quadraten, die stricken sich alle ein bisschen unterschiedlich, aber alle diagonal. Ja, also alle sehen natürlich dann quasi ähnlich aus. Es gibt eine Grundfarbe, das ist dieses Weiß immer. Und dann gibt es die Kontrastfarbe, das ist dann halt unterschiedliche Farben können es sein. Oder einfach eine andere Farbe als die Grundfarbe. Und dann, um die Decke immer größer werden zu lassen, strickt man immer entweder, also irgendein von diesen drei Quadraten. Ja, also irgendwo hier an. Hier zum Beispiel, dann dazwischen wieder, dann hier, dann dazwischen und so weiter. Ja, also diese drei Arten von Quadraten werden immer wieder gestrickt. Und wie sie dran gestrickt werden, das habe ich noch nie gesehen in irgendeiner anderen Anleitung. Deswegen finde ich diese Anleitung so genial. Sie ist, also ich lerne oder habe einiges dabei gelernt. Ich habe schon alle Arten von Quadraten gestrickt und ja, habe auf jeden Fall gelernt, wie man bestimmte Sachen machen kann. Das finde ich total toll. Die zwei Hauptmethoden, die man dann, oder die zwei Stricktechniken, die man vorwiegend können muss, um das zu machen, sind Maschen aufnehmen aus einem, quasi aus einem Rand und verkürzte Reihen stricken. Sie verwendet auch die also sogenannten German Short Rows, also die deutschen verkürzten Reihen. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, im Deutschen sagt man gar nicht deutsche verkürzte Reihen, sondern einfach nur verkürzte Reihen. Und das ist halt wirklich sehr interessant, wie das so. Ich zeige mal, was ich schon habe. Und zwar bin ich schon so weit. So. Man sieht, dass ich das irgendwie ein bisschen vermasselt habe mit der Farbenzuordnung. Also bis jetzt an zwei Stellen. Irgendwas habe ich, also hier, ja, Grenzen, zwei Dreiecke in der Kontrastfarbe aneinander und in unterschiedlichen Kontrastfarben, aber trotzdem. Und hier auch, ja, keine Ahnung, irgendwo bei den ersten vier Quadraten habe ich das schon verkehrt gemacht, obwohl die ersten vier, das waren diese, nee, das waren nicht diese, das waren diese vier. Genau, bei diesen vier Quadraten, ich habe mit diesem, glaube ich, nee, ist gar nicht wahr. Ich glaube, hier habe ich angefangen, dann hier gestrickt, hier und hier oder so, oder hier, hier, hier. Und irgendwo habe ich es irgendwie falsch gemacht. Aber ist mir egal, das wird trotzdem eine Decke werden. Gedacht ist, dass sie für meine Tochter ist. Die Farben sind ein bisschen herbstlich. Aber ihr gefällt's und mir auch. Und deswegen finde ich das
Für dich in Ordnung, dass ein Kind herbstliche Farben bekommt. Ich glaube, es gibt auch kein Gesetz, das dagegen spricht, dass Kinder herbstliche Farben bekommen. Welche Farben bzw. welche Garne verwende ich? Ich verwende meinen Adventskalender von Sakami Yarns vom letzten Advent, also Advent 2022. Jetzt muss er gucken, was Mama da macht. Ja, was noch? Welche Garne verwende ich? Der Hund lenkt mich schon wieder ab. Ich verwende meinen Adventskalender, wie schon gesagt, von Sakami Jans vom letzten Jahr. Also das sind, ich glaube, 12 Mini-Stränge gesehen gewesen. Jetzt hat er mich total aus dem Konzept gebracht. Bei diesem Adventskalender geht es um Dikeegarne, also Garnstärke von 220, 230 Meter auf 100 Gramm ungefähr. Das waren 12 Mini-Stränge. Also da sind quasi diese unterschiedlichen Farben, die hier so auftauchen. Also diese nicht. Einmal habe ich eine andere Kontrastfarbe genommen, die mir aber nicht gefällt. Ja, also so diese verschiedenen Farben. Das ist eine Handwerberin aus Großbritannien übrigens, aus Edinburgh. Die Zusammensetzung des Garns ist 75% Blueface Leicester und 25% Gotlandwolle. Ich verwende die Nadeln aus einem Nadelspiel. Also 4 mm wollte ich gerade zeigen, aber ist nicht so wichtig. Ich kann es ja sagen. Das ist auch die Nadelstärke, die in der Anleitung verwendet wird. Und das ist einer der perfekten, guten Punkte oder der positiven Punkte bei dieser Anleitung. Die maximale Maschenzahl, die man quasi hier in der Diagonale hat, sind 45 Maschen. Das heißt, ich kann, also so sieht quasi die Diagonale hier länger aus als meine Nadel, aber ist natürlich nicht schlimm, ich kann es ja so ein bisschen zusammendrücken, sodass diese Nadeln aus dem Nadelspiel ausreichen. Und ich verwende Nadelspiele sonst eigentlich nie, außer vielleicht für Maschenproben oder zum Maschenproben erstellen. Auch nicht so gerne, weil die sind halt aus Holz und ich stricke normalerweise mit Haya-Haya oder Chiabu-Nadeln, die aus Metall sind. Und diese Nadeln, die nicht billig waren, die sind von Ricoh Design, glaube ich. Die hatte ich gekauft, als ich dachte, ich werde mit Nadelspiel stricken. Ja, tue ich aber nicht. Und sie stehen da und jetzt kann ich sie endlich verwenden. Ich habe hier von Tulip die Maschenstopper draufgesetzt, so richtig, richtig fest draufgesetzt, ja, dass man das nie so abnehmen kann. Und damit rutschen meine Maschen dann halt auf der einen Seite nicht runter. Manchmal bei einzelnen Quadraten muss man Maschen aufschlagen, also so aufnehmen aus dem Rand und dann Faden abschneiden und die Maschen zurückswitchen quasi, also zurückschieben und auf der anderen Seite wieder anfangen. Das kann ich so nicht machen, weil ich nicht jedes Mal den Maschenstopper abnehmen möchte, damit er nicht ja, loser wird und dann sich irgendwann von alleine abfallen kann. Dann muss ich halt die Maschen wieder auf die andere Nadel setzen oder schieben. Aber das ist bei ja, so 22, 23 Maschen eigentlich nicht schlimm. Man muss nämlich maximal diese Anzahl von Maschen schieben. Ja, also ja, einer der positiven Aspekte bei dieser Anleitung oder bei diesem Projekt ist natürlich noch mal das Stricken mit kurzen Nadeln, das ist relativ bequem. Das Unbequeme ist natürlich, dass man so ein Deckenprojekt nie so gut mitnehmen kann. Irgendwann. Ja, also noch würde es gehen, aber irgendwann geht es nicht. Das zweite Garn, das ich verwende, also die Grundfarbe, das ist dieses Creme. Das ist noch übrig von dem ersten Knäuel. Das ist Blueface Leicester Fleece Decay von West Yorkshire Spinners. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgarne. Farbe Ecru 001. Und das sind 424 Meter auf 100 Gramm. 100% britische Blueface Leicester Wolle. Non-Superwash auch. Und dadurch ist die Decke für mich einfach haptisch sehr angenehm zu stricken. Und ja, das mache ich dann halt. Ich merke, ich schweife im Kopf wieder ab. Ich sollte mich besser konzentrieren.
Eine zweite oder eine weitere positive Sache ist natürlich, dass man bei so einer Decke sehr gut entweder Reste oder Adventskalender, Ministränge und so weiter verstricken kann. Wenn man Adventskalender in Dikee-Stärke hat, würde das optimal oder perfekt passen zu den Maschenzahlen, weil man muss, glaube ich, auch keine Maschenprobe machen, wenn man das Dikee-Garn nimmt und eine passende, also aus der persönlichen Perspektive passende Nadelstärke, dann müsste das so aufgehen. Dann muss man nichts irgendwie anders rechnen. Man kann natürlich diese Decke auch mit dünnerem oder dickerem Garn stricken. Dann muss man schauen, dass das aufgeht. Man würde eventuell auf eine andere oder auf andere Maschenzahlen kommen, die sich dann immer wiederholen. Dazu gibt sie auch Erklärungen. Das war auch mit der Grund, warum ich eigentlich ihr anbieten wollte, das zu übersetzen, weil auch mit minimalen Englischkenntnissen würde man diese kleinen Beschreibungen verstehen, wie man die Quadrate strickt. Aber sie hat immer wieder so größere Abschnitte, in denen sie ja quasi so erklärt, welche kleinen Kniffe man noch verwenden kann, um die Decke an einzelnen Stellen schöner aussehen zu lassen. Zum Beispiel, dass glatte Übergänge sind zwischen Quadraten, weil man ja die Quadrate alle aneinander strickt und nicht zusammennäht. Gibt es halt hier und da mal so ja, kleine Stellen, wo das nicht so glatt ineinander übergeht. Und da gibt sie halt immer wieder so Informationen, wie man das vermeiden kann. Ja, das sind schöne Aspekte. Eine negative Seite der ganzen Sache ist natürlich, wie bei allen Decken, die aus mehreren Teilen bestehen, in unterschiedlichen Farben, beziehungsweise egal was man aus unterschiedlichen Farben strickt, hat man natürlich einige Fäden zu vernähen. Und gut, die meisten vernähe ich, während ich stricke. Ja, man sieht das vielleicht hier und da. Also hier habe ich schon direkt mit eingestrickt, zwei Fäden oder drei sogar. Die werde ich dann noch abschneiden. Ja, hier kann ich einfach abschneiden. Hier habe ich einige Fäden, das ist der Anfangs oder so. Nee, ist gar nicht am Anfang. Das kann ich auch abschneiden. Aber hier habe ich irgendwie den Moment verpasst, wo ich das hätte einnähen können oder einstricken eher. Deswegen muss ich sie dann extra einnähen. Aber ansonsten kann man das schon so organisieren, dass man die Fäden während des Aneinanderstrickens quasi oder während des Strickens einfach nur einnäht. So, hier für das Foto. Und dann funktioniert das natürlich. Also, damit muss man immer rechnen, wenn man viele unterschiedliche Farben nutzt. Das ist natürlich immer so. Grundsätzlich ist aber die Anleitung wirklich uneingeschränkt zu empfehlen. Bisher ist, also an einzelnen Stellen habe ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht so ganz klappt mit dem Folgen. Bei mir, ja, hat man ja gesehen, irgendwo habe ich das mit den Farben verwechselt, beziehungsweise offensichtlich die Seite, an der ich die neuen Maschen angeschlagen habe, verwechselt, weil jetzt die Dreiecke nicht so gut aufgehen, wie eigentlich gedacht, aber ist bei einer Decke, die man für sich selbst quasi strickt, eigentlich egal. Ach, was ich noch ganz cool bei der Anleitung finde, ist, sie hat eine Seite am Ende entweder für die Farbplanung, ja, hier in unterschiedlichen Größen, zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, Babydecke vielleicht. Hier eine etwas größere Babydecke und hier verschiedene andere Arten von Decken, ja, und hier halt die große Decke, die ich eigentlich stricke. Und hier könnte man sieht auch schon, wie die Farben eigentlich gehen müssen. Bei mir funktioniert es ja nicht mehr so. Aber man sieht halt, dass man hier entweder die Farbplanung machen kann oder den Fortschritt markieren kann, was ich auch total cool finde. Also so ein Fortschrittsmarkierer oder Fortschritts, weiß nicht. Diagramm für die eigene Decke ist natürlich eigentlich irgendwie lustig. Ja, also wie gesagt, die Anleitung ist uneingeschränkt zu empfehlen, ist eine sehr schöne Sache, strickt sich sehr interessant, sehr kurzweilig. Dann kommen wir zum zweiten Projekt. Das ist also hier wieder eingeblendet, der Maxim-Sweater von Paula Strick bzw. Susanne Müller. Also hier die schwarz-weiße, weiß ausgedruckte Anleitung für mich. Ich
tue das häufig, dass ich Anleitungen ausdrucke, wenn es um größere Projekte geht. Bei kleinen stricke ich direkt vom Telefon quasi, von der Datei. Bei größeren oder länger dauernden Anleitungen oder komplizierten Anleitungen mit Charts, die drucke ich dann aus. Das ist auch ein Vorteil, Übersetzerin zu sein. Ich habe natürlich zu Hause einen sehr, also einen Hightech-Drucker bzw. Multifunktionsgerät. Dann zeige ich meinen Fortschritt erstmal bei diesem Pullover. So, ich habe schon so viel. Das ist vorne. Das ist hinten. Man sieht, ich habe mich für die Streifenversion entschieden. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass ich angefangen habe, diesen Pullover zu stricken. Das alles, was ich damals gezeigt habe, habe ich geribbelt. Ich hatte angefangen, in Größe L zu stricken. Dann habe ich gestrickt, gestrickt, gestrickt bis zu dem zweiten Streifen, also quasi so viel. Und da ist mir aufgefallen, dass mir die Streifen nicht gefallen. Die Streifen habe ich ungefähr in dieser Farbe, also eigentlich in dieser Farbe gestrickt, nur mit einem anderen Garn, mit dem gleichen Garn, wie ich den Rest stricke. Dazu komme ich auch gleich. Und weiß und diese, also diese Farbe heißt Brown Nougat. Irgendwie war der Kontrast zu stark, hat mir nicht gefallen. Also dachte ich, okay, wegen der Streifen muss ich jetzt ribbeln. Und ich hatte schon einen Verdacht, dass die Größe nicht ganz passt, obwohl die Maschenprobe passt. Der Pullover strickt sich oder soll gestrickt werden mit 10 bis 15 cm Bewegungsspielraum, glaube ich. Mit 15 bis 20 cm Bewegungsspielraum. Und mir scheint das zu viel zu sein. Ich hatte damals auch den Kragen schon gestrickt, der sich ewig hingezogen hat. Und dann anprobiert und festgestellt, der Pullover sitzt einfach nicht gut an meinem Körper, ist mir einfach viel zu groß. Ja, das Problem habe ich eigentlich relativ häufig. Also bin ich eine Größe runtergegangen, beziehungsweise zuerst geribbelt, mir eine andere Farbe für die Streifen gesucht, auch ein anderes Garn und nochmal angeschlagen und stricke jetzt Größe M. Größe M hier nach der Anleitung ist für Brustumfang 90 bis 97 cm gedacht. Ich habe Brustumfang von 100 cm, vielleicht sogar etwas mehr, aber mit dem eingerechneten Bewegungsspielraum ist das mehr als ausreichend für mich. Also stricke ich Größe M. Insgesamt gibt es die Anleitung übrigens für Größen XS bis 2XL. Meine Anleitung gibt es bis 3XL. Genau, also für Brustumfang ab 74 bis 127 cm gibt es diese Anleitung. Man strickt mit Nadelstärke 4,5 und für die Bündchen braucht man Nadelstärke 3. Ich stricke mit Nadelstärke 5, also die Hauptnadelstärke quasi, und die Bündchen, ich bin unten schon beim Bündchen, mit Nadelstärke 3,5 mm. Die Maschenprobe passt aber. Weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Und ich finde, also die Größe passt auch perfekt. Wird etwas weniger Spielraum haben, aber finde ich perfekt. Ich stricke mit einem sehr, sehr, sehr schönen Garn. Mit dem, also die Hauptfarbe oder das Hauptgarn ist Knitting for Olive Heavy Merino. In Farbe Brown Nougat, wie ich schon gesagt habe. Das ist die 91310, glaube ich, auch noch. Das ist Non-Superwash Dikey Garn. Das sind 125 Meter auf 50 Gramm. Genau. Hier steht auf der Banderole auch, dass man mit 4,5 Millimetern strickt. Aber wie gesagt, ich stricke mit 5 und das klappt. Und dabei stricke ich eigentlich gar nicht fest. Jedenfalls dachte ich das. Ja. Was noch? Die Konstruktion ist sehr spannend. Man fängt hier, man schlägt diese Maschen an, also hinten das Halsbündchen oder den Halsausschnitt hinten schlägt man an und dann bewegt man sich also hin und zurück rein, immer weiter nach außen und nimmt in jeder Reihe zu, bis man halt so weit gekommen ist. Dann strickt man noch etwas nach unten, meine ich, oder nicht? Nee, dann strickt man nicht nach unten. Dann schlägt man hier Maschen auf,
für die Vorderseiten. Erstmal getrennt voneinander. Ja, man strickt ein bisschen, also hier und hier. Und dann hat man ja hier so diesen Rand bekommen. Ja, also weil man hier vorne gestrickt hat, hinten hatte man gestrickt und ja, das hat quasi also zusammengestrickt. Dann nimmt man einfach quasi im laufenden Gestrick hier Maschen auf, so dass man vorne Seite bzw. Schulter und hinten auch weiter in Reihen stricken kann, wie ein Cardigan. Und dann, wenn man halt so weit gekommen ist, verbindet man die beiden vorderen Teile miteinander und strickt in Runden vorne und hinten. Also alles zusammen, einfach in Runden, bis man, genau, und formt die Armausschnitte, bis man hier hingekommen ist. Dann trennt man den Körper und die Ärmel und strickt entweder den Körper weiter nach unten oder halt zuerst die Ärmel und dann den Körper. So, ich stricke, wie gesagt, wie man es sehen kann, zuerst den Körper zu Ende, weil ich nicht genug Garn habe. Ich stricke jetzt das Bündchen, beziehungsweise ich vermute, dass ich nicht genug Garn habe. Könnte sein, dass es knapp reicht, aber ich habe jetzt vorsichtshalber von Knitting for Olive aus Dänemark direkt noch ein paar Knäuel nachbestellt, weil sie gerade, ich weiß nicht, ob es nur gerade ist oder länger schon, so eine Aktion haben, dass sie, wenn man ab 100, also wenn man für 100 € etwas bestellt bei ihnen, verschicken sie europaweit versandkostenfrei. Dachte ich, okay, ich mag die Garne sowieso und habe dann halt ein bisschen was bestellt, unter anderem halt diese Farbe nochmal. 5 Knäuel habe ich nachbestellt. Man braucht insgesamt, glaube ich, 9 von der Hauptfarbe und noch so 5 oder so von der Kontrastfarbe für die Streifen, falls man die streifige Variante macht. Und das zweite Garn, das ich hier habe, ist der Rerum Natura Ulis. Das ist dieses hier in Farbe. Steht sich hier. Quarz, glaube ich, heißt die Farbe. Ja, genau, Farbe Quarz. Und das ist ein dünneres Garn als Heavy Merino von Knitting for Olive. In der Anleitung wird übrigens der Rerum Natura Gilead, also quasi das doppelt so dicke, erwähnt. Ich habe auch das kurz ausprobiert. Das ist einfach viel zu dick. Für mich. Ja, also das ist aus meiner Perspektive dicker als Heavy Merino. Ich glaube, die Länge und das Gewicht stimmen überein, aber irgendwie ist Gilead von der Rerum Natura fester, so irgendwie so solider als Garn. Und ich muss auf 5,5 mm Nadel gehen, um damit bequem stricken zu können. Ja, ansonsten ist mir das zu fest alles. Und ich habe das dann ausprobiert. Also ich habe so weit gestrickt und dann war der erste Streifen dran. Dann habe ich halt damit weiter gestrickt und konnte sehen, okay, der Streifen ist minimal dünner als der Rest des Gestricks. Aber ich finde das gerade bei Streifen eigentlich völlig akzeptabel. Bei meiner First Impression Blouse ist das ja auch, also nicht verwende da immer oder durchgängig dasselbe Garn, aber ich habe ja dort Glattrechtsstreifen und Lace-Streifen. Und Lace-Streifen sind ja per se quasi dünner als Glattrechts. Und das ist eigentlich so der gleiche Gedankengang. Hier festeres Gestrick und hier etwas dünneres, lockereres gestrickt, weil ich die Nadelstärke nicht verändere. Ja, also ich stricke die Rerum Natura, also hier Ulis. Das eigentlich mit 3,5 mm gestrickt werden sollte, stricke ich mit 5 mm. Und also man sieht, das ist jetzt nicht signifikant oder das ist nicht irgendwie löchrig oder so. Ja, man sieht vielleicht ein bisschen, dass das etwas dünner ist, aber das sind Streifen. Ja, das ist völlig egal. Okay, dass sie sich ein bisschen unterscheiden von dem Rest. Und so finde ich das Gestrick auch lockerer und nicht so fest, wie es vielleicht wäre, wenn man es ja, komplett mit Heavy Merino gestrickt hätte, beziehungsweise mit Gilead oder so. Gilead werde ich wahrscheinlich für irgendwas verstricken, was eigentlich noch dickeres Garn braucht. Ja, ich bin sehr zufrieden.
sowohl mit der Handleitung als auch mit meinem Gestrick hier. Das Garn fühlt sich wirklich traumhaft an. Ja, es ist Non-Superwash, aber das ist nicht kratzig. Das ist halt Merino, ist ein bisschen fester als Superwash Merino. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es nach dem Waschen noch weicher wird. Und da freue ich mich schon drauf. Und zum Stricken finde ich griffigere Garne sowieso viel angenehmer als weiche Garne. Wollte ich noch was dazu sagen? Bei der Anleitung. Die Anleitung ist gut. Es dauert ein bisschen am Anfang, so also ein bisschen das System zu verstehen, aber die Anleitung ist da an der Stelle wirklich sehr hilfreich. Es gibt nämlich so Fotos für einzelne Schritte. Ich muss das mal irgendwie so zeigen wieder, dass ich nichts verrate. So, ja, also das ist der Rücken, den man von oben nach unten gestrickt hat und dann strickt man halt auf einer Seite, wie ich eben schon gezeigt habe, die Schulterpartie von der Vorderseite, dann die zweite und dann verbindet man sie. Also dann strickt man hier, schlägt hier Maschen an, wahrscheinlich in die andere Richtung dann, strickt hier, schlägt hier an, strickt hier und dann strickt man hier hin und zurück, bis man dann irgendwann vorne verbindet. Also die Anleitung ist an dieser Stelle wirklich sehr hilfreich. Dann. Ja, genau, das dauert ein bisschen. Also, dieses Gefummel hier oben dauert natürlich ein bisschen. Aber beim zweiten Mal, als ich wusste, wie das geht, ging das viel schneller als beim ersten Mal. Ich habe mal in meiner letzten Folge gesagt, dass ich mehrere Tage gebraucht habe für das bisschen, was ich da zeigen konnte. Das lag halt daran, dass man sich noch so ein bisschen eingewöhnen musste in diese Denkweise. Das ist schon eine komplexe Konstruktion. Und ich bin natürlich so doof, dass ich nicht die gesamte Anleitung durchgucke oder durchlese und schon gar nicht durchlese, bevor ich stricke, sondern ich gucke mir die ersten zwei Seiten an, fange an und gucke dann immer eine, zwei Seiten weiter. Und ich gucke nur den Rest durch, wenn ich etwas überhaupt nicht verstehe. Ja, genau, sonst habe ich, glaube ich, nichts dazu zu sagen. Nee, ist eine schöne Anleitung und ein schöner Pullover wird das hoffentlich. Was noch? Ich glaube, das war's dazu. Ja, das war's zu dem Maxim-Sweater von Paula Strickt. Dann zeige ich noch ein paar Sachen, die ich gekauft habe. Ich habe damit schon sehr lange geliebäugelt und jetzt einfach gemacht. Und zwar habe ich mir Silk Mohair oder Seidenmohair auf Konen bestellt. Ja, ich liebe ja Garn auf Konen. Oder halt auf diesen, wie heißen sie auf Deutsch? Also Konen sagt man auch, aber ich glaube, es gibt einen anderen Namen. Ich liebe Stricken von Konen. Ja, natürlich ist das unbequem, wenn man unterwegs stricken möchte, aber dann ist der Spaß zu Hause umso höher, wenn man halt die einfach so hinstellen kann und dann halt noch so oben den Faden ausziehen kann. Die Konen, also ich habe drei, das ist die zweite. Das ist so ein bisschen ganz helles Rosa, das ist eher so peachiges Beige. Und dann habe ich diese Farbe, die kann ich schwer beschreiben, was das für eine Farbe sein soll. Hier bin ich auch ein bisschen enttäuscht von der Farbe. Das sah für mich eher auf den Fotos ein bisschen anders aus, aber das Risiko hat man immer, wenn man bestellt. Das ist nicht schlimm. Ich habe ja, so normale, also Merino oder halt andere Garne in ähnlicher Farbe, das wird schon zusammen okay aussehen. Aber ich mag halt nicht, wenn man zu sehr diesen weißen Seidenfaden sehen kann. Ja, und hier sieht man halt diesen weißen Seidenfaden sehr, sehr stark durch. Und Mohair unterscheidet sich ein bisschen zu stark für mich. Aber wie gesagt, je nachdem, mit welchem Grundfaden ich das zusammen verstricke, was ich meistens mache, also ich verstricke meistens Seidenmohair-Garne mit einem anderen stärkeren oder dickeren Garn zusammen, dann wird das schon okay sein. Ich habe von Woolly Knit bestellt. Ich werde das verlinken in der Beschreibung. Und das sind, stehen nur die Nummern drin. Also hier steht jetzt nicht großartig was drin. Soweit ich das dort gelesen habe, sind das italienische Seidenmohair-Garne. Sie werden aber aus Litauen oder in Litauen verkauft. Litauen oder Lettland. Tut mir leid, ich verwechsle das, aber das lässt sich schnell rausfinden, wenn man auf die Seite von Woolly Knit geht. Das sind, soweit ich, nicht soweit ich mich erinnern kann, sondern definitiv, da sind 30% Mohair
Nee, Seide, 30% Seide und 70% Mohair. Die sind relativ flauschig, also etwas flauschiger als die Seidenmohäre zum Beispiel von, weiß nicht, von La Mana, von Knitting for Olive oder so. Also sie scheinen so ein bisschen mehr Flausch zu haben. Da sieht man hier, also wie lang die Fasern von Mohair sind. Ich bin gespannt, wie sich das verstrickt, beziehungsweise wie das Gestrick dann aussieht. Es hat relativ, wie soll ich sagen, also sie waren relativ günstig im Vergleich zu kleineren Knäueln, die man ja sonst kauft. Ich werde versuchen, das im Kopf zu behalten, dass ich meine Vergleichstabelle für Seidenmohäre da also erweitere, sodass man den Preisvergleich hat, weil der Preis bei denen ändert sich, glaube ich, kaum so im Zeitverlauf. Und man kann halt diese Garne nur dort kaufen, deswegen ist da der preisliche, also der Preis oder die Preisinformation ist relativ stabil. Auf jeden Fall also sind die Kohlen umgerechnet auf 100 Meter günstiger, gehe ich davon aus. Soweit ich das so schnell mal gerechnet habe, sind sie günstiger als in Knäuel gekauften Garne. Hier sind, glaube ich, 250. Ich meine, hier sind 250 Gramm. Das schreibe ich vielleicht drunter, wenn ich dran denke beim Bearbeiten. Das sind zwei kleinere Kohlen und das ist halt eine größere. Ich glaube, hier sind 400 Gramm oder 300 Gramm. Ich weiß es echt nicht. Aber auf jeden Fall mehr als bei den kleineren. Das habe ich bestellt mit der Idee, dass ich ein recht großes Kleidungsstück daraus stricken kann als Beilaufgarn. Und diese müssten aber für jeweils ein Pullover für mich reichen bei meinem Verbrauch. Ja, ich verbrauche ja für einen Pullover in normaler Länge mit langen Ärmeln für mich circa 300 Gramm, wenn ich zum Beispiel mit Fingering Garnen stricke, was ich ja meistens tue. Genau, das sind meine Einkäufe. Nächster Punkt ist meine Reise nach Kopenhagen. Wir wollen bald nach Kopenhagen mit dem Auto und der Fähre fahren. Ich bin sehr gespannt auf die Reise mit der Fähre. Gut, ich bin schon mehrfach mit Fähre gefahren, das ist okay, aber trotzdem, das sind 45 Minuten, die wir mit der Fähre fahren. Und das ist natürlich ein schöneres Erlebnis, als irgendwo 10 Minuten mit der Fähre zu fahren. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich natürlich auf den Urlaub, den ich dabei habe. Und ihr könnt euch das denken, ich freue mich sehr auf Knitting for Olive und Petit Knit. Petit Knit befindet sich ja, beziehungsweise sie ist quasi dort stationiert oder lebt dort und arbeitet. Und ihre Produkte können da in sehr vielen Shops gekauft werden, direkt. Ja, natürlich kann man sie auch in Deutschland mittlerweile sehr gut kaufen, aber ich möchte, also ich habe von Petit Knit, glaube ich, noch nie was gekauft, außer Anleitungen. Es gibt ja Taschen von ihr, es gibt so verschiedenes Werkzeug. Das habe ich nie gekauft, weil entweder brauchte ich das, was ich da vor mir gesehen habe, und die Taschen habe ich nie in echt gesehen. Deswegen dachte ich, okay, ich gucke mir die Taschen mal direkt in Kopenhagen an. Ich werde natürlich den Shop von Knitting for Olive besuchen. Ich hoffe, ich raste nicht aus und gebe nicht mein Monatsgehalt aus dafür, was ich da vorfinde. Ich habe ja jetzt auch was bestellt, ja, das habe ich extra gemacht, weil ich dachte, dann habe ich ja schon das, was ich am dringendsten bräuchte von denen und kann mich darauf konzentrieren, da in der ermäßigten Ecke vielleicht so ein bisschen zu stöbern. Und ja, das sind so die zwei Sachen, die ich mir fest vorgenommen habe, was Stricken angeht. An dieser Stelle schon eine Frage an euch. Wenn ihr mir andere Shops oder andere strickbezogenen Attraktionen, sage ich mal, empfehlen könnt in Kopenhagen, sehr, sehr gerne in den Kommentaren oder über eine persönliche Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Am besten aber hier in den Kommentaren, dann habe ich alles unter der entsprechenden Folge. Ich lese ja auch alle Kommentare, die meisten oder alle beantworte ich. Aus irgendeinem Grund habe ich, glaube ich, zwei Kommentare unter meiner letzten Folge noch nicht beantwortet. Das mache ich natürlich noch. Und genau, also Empfehlungen für Shops sehr gerne. Am besten Shops mit Naturgarnen oder mit handgefärbten Garnen, am besten beides gleichzeitig.
Und vielleicht Shops, die auch andere skandinavische Garne verkaufen, zum Beispiel norwegische Garne. Für uns stand, also als wir uns überlegt haben, wohin wir fahren, stand noch Norwegen zur Auswahl. Dann haben wir uns halt für Kopenhagen entschieden, weil es irgendwie machbarer erschien und näher. Aber ich würde gerne auch so ein paar norwegische Garne mir angucken, in echt anfassen und eventuell mitnehmen. Und wo kann man das sonst machen, wenn nicht in Dänemark? Ja, das ja zwar nicht an Norwegen grenzt, aber schon viel näher an Norwegen ist als Deutschland. Und wo es kälter ist im Winter als in Deutschland in der Regel. Ja, aber natürlich werden wir auch kulturelle und kunstbezogene Attraktionen besuchen. Da auch sehr, sehr gerne Empfehlungen. Also Tivoli, Gärten habe ich schon quasi im Kopf oder auf dem Plan. Dann natürlich die ganzen königlichen Paläste, soweit man sie so zu Fuß oder so überhaupt als Publikum ergründen kann, habe ich auch schon im Kopf. Aber wenn ihr in Kopenhagen wart mit Kindern, mein Kind ist 7 Jahre alt, gerne eure Empfehlungen vielleicht, wo man vielleicht essen gehen kann im Zentrum mit Kind, wo es nicht so teuer ist, aber gut, was man sonst noch mit Kindern machen kann und was man sonst halt noch als Erwachsener mit Kind machen kann. Was ich schon weiß auch, ist zum Beispiel die Kopenhagen Card, also quasi das Ticket für das öffentliche Verkehrsmittelnetz und für die verschiedenen Attraktionen, ja, zum Beispiel für Tivoli gilt das ja auch. Das habe ich auch schon erfahren. Es gibt aber sicherlich noch einige andere Sachen, die man vielleicht so als praktische Ratschläge mitnehmen kann. Also würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir was in den Kommentaren schreibt. Und nun zum letzten Punkt. Ich habe ja angekündigt, ich wollte mit euch ein paar Gedanken teilen. Und das mache ich jetzt in den letzten paar Minuten. Und zwar denke ich immer wieder über die Entwicklungen in unserer Strickwelt nach, also auch in der Strickbranche oder in der Faserbranche im Allgemeinen. Ich habe in den letzten Wochen den Eindruck bekommen, insbesondere wenn ich auf Instagram schaue, dass die Dynamik der Entwicklungen steigt. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde sich das Ganze sehr stark intensivieren, also man hat ja irgendwie den Eindruck, dass jeden Tag neue Garne irgendwie produziert werden, dass jeden Tag Tausende von neuen Anleitungen, die ganz neu sind, erscheinen, dass also jeden Tag gibt es irgendwo Rabatte, ab März gibt es schon Adventskalender, und jeden Tag gibt es einen neuen Adventskalender mit Garnen und so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das würde mich auch sehr interessieren. Und deswegen würde ich euch auch bitten, da vielleicht in den Kommentaren was dazu zu schreiben, wie ihr das empfindet. Mich stresst das auf eine gewisse Art und Weise, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass das Stricken ja ein langsames Hobby ist oder eine langsame Tätigkeit im Allgemeinen. Auch das Designen von Strickanleitungen oder von Strickkleidung ist eine langsame Tätigkeit, so aus meiner Perspektive. Und ich muss mich bewusst abgrenzen, um dieses ruhige, fast schon hügelige Gefühl beizubehalten beim Stricken und nicht in diese Hektik zu verfallen. Und das mache ich, indem ich zum Beispiel einfach wirklich so eine riesige Decke stricke und von mir versuche, bewusst den Stress abzugrenzen, das schnell zu machen. Ja, ich stricke ja oder ich bin ja von Natur aus ein recht dynamischer Mensch. Das merkt man vielleicht auch, also wenn man mich so sieht. Also ich gestikuliere halt viel. Ich muss bewusst die Hände auf dem Schoß halten, um das nicht ständig zu machen oder mich nicht ständig zu bewegen. Aber ich habe ja schon so eine Art innere Unruhe. Und wenn von außen noch mehr Unruhe dazu kommt, dann fühle ich mich sehr gestresst. Ja, das wollte ich mit euch ein bisschen teilen. Und
meine Lösung oder meine vorläufige Lösung vielleicht und meine Idee dazu, wie ich das, also diesen Stress nicht aufkommen lassen kann, ist, dass ich mich wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, darauf besinne, das Stricken wirklich langsam weiterzumachen. Also man muss deswegen nicht viel langsamer stricken, als man es sonst tut. Aber man sollte vielleicht, oder ich versuche das, einfach nur wirklich bewusst zu stricken, nicht ständig auch was zu gucken währenddessen oder was zu hören. Manchmal sitze ich in diesem Sessel da und stricke wie diese, also wie diese Bilder quasi so im Kopf, oder auch wenn man eine strickende Frau abbildet, dann ist das in der Regel eine ältere Frau oder halt die Oma, die so da sitzt und strickt und die Enkel spielen vor ihr. Ja, und so stricke ich halt da nur, dass keine Enkel da sind noch. Das dauert hoffentlich noch ein bisschen. Und ja, also dieses Besinnen auf Langsamkeit, Gemütlichkeit und Qualität vor allem. Ja, das ist ja, also beim Nachdenken darüber ist mir auch aufgefallen, dass Qualität etwas Langsames ist. Gute Qualität lässt sich natürlich relativ schnell, je nachdem halt, was man macht, erreichen. Aber grundsätzlich ist Qualität etwas, was man erreicht, wenn man eher langsamer, nachdenklicher, bewusster vorgeht. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das was bringt, also dieses Nachdenken über oder diese Reflexionen von mir. Ich hoffe, die, weiß nicht, die triggern vielleicht etwas in euch und würde mich sehr freuen über eure Gedanken. Sie müssen mit meinen nicht übereinstimmen. Ich freue mich sehr, wenn ich auch andere Sichtweisen kennenlerne. Vielleicht habt ihr einen ganz anderen Blick darauf. Vielleicht habt ihr das Gefühl, das entwickelt sich zu langsam. Man könnte viel mehr machen. Oder es entwickelt sich etwas in die falsche Richtung. Was denkt ihr dazu? Ich würde sehr gerne ins Gespräch kommen. Wieder. Vor allem, weil ich jetzt in den letzten Monaten immer wieder längere Pausen hatte in meinem Podcasten, würde mich umso mehr interessieren, wie es euch geht, woran ihr vielleicht auch strickt, was ihr dazu sagen könnt, wie die Entwicklungen in unserer Strickwelt sind, was ihr über Kopenhagen erzählen wollt, würde mich alles sehr interessieren. Und an dieser optimistischen Note würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Tages- oder Nachtzeit, je nachdem, wann ihr guckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.